Hallo, guten Tag, zuerst, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Jana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuer. Mein Name ist Justus König, bekannt als Jana Schons Darmteil oder euer Captain America. Und ich mache kurz hier Rast. Und weißt du wo? Wir können nur eins denken, da stand nochmal hier ein F40, Ferrari F40, gefilmt habe. Genau, an der Behringer, zur Mühle, so Restaurant hier in Abswind. Das war Oldtimer-Treffen, Oldtimer-Rallye hier. Jetzt bin ich hier, weil hier sind schöne Tiere, weil ich komme von einem US, von einem County Festival, also LKW-Treffen, leider kostet 8 Euro. Und fahren wir nach Würzburg zurückfahren, weil es da gleich hier ist. Und auf der Autobahn, so langweilig wäre, habe ich gedacht, gehen wir da vorbei, das sind hier schöne Tiere. Hier schöne Tiere, Tiergehege hier, Wildtiere können das sehen hier live. Rehe, Bambis. Also Wildtiere war nicht, diese Bambi wäre schon, Bambi, das Rickets, das war so ein Disney-Film. Ja, so. Also. Ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß beim Filmen. Viel Spaß beim Filmen, viel Spaß beim Zuschauen, Film ab und Action. Euer Justus, der Abenteurer. Let's play. Das sind die Tiere. So, jetzt kommt es ein bisschen näher. Hier, was sind das? Keine Ahnung. Was für Tiere. Na, darf man Spielplatz? Was ist das? Weiterlaufen? Ja, ja, mach doch. Micho, mach. Mach! Ich dachte, was wird zurück. Bach. Können wir springen? Oh, sorry. Da kann man springen. Bach. Noch ein Tiergehege. Kann der Kinder springen? So. Könnt ihr springen, springen? Das ist jetzt kaputt geht. Ja. Das soll wahrscheinlich ein Wasserspiel sein. Ein Sandkasten. Da war wahrscheinlich so ein Fass gewesen. Das haben sie weggemacht. Eine Schaukel. Ein Tunnel zum Durchklettern. Eine Informationstafel. Da kann man ja schon langlaufen. Ein Wanderweg. Ja, das ist ein Aussichtsblatt von mir. Ja, schön. Schön. Ach, jetzt kommen die her, hä? Komm, da können wir langlaufen.
Schön, ne? Mhm. Ja, laufen wir dann rum, komm. Wo willst du jetzt laufen? Da laufen. Ja, durch die Wiese kann ich nicht laufen, da kann ich auflassen. Lauf da vorne am Weg rum. Da vorne ist der Weg. Ist doch schön hier. Ich will leider mal den Weg auflaufen. Das ist Wald. Ja. Kurz. Ja, schau, lauf mal kurz nach auf. Also Ende Gelände. Oh. Was ist da los? Bruderzeit oder was? Da vorne ist ein Weg. Oh, hast du gekackt? Das sind lustige Tiere. Da ist ein Weg. Das war die Weinpresse. Gut. Das ist ein Weg. Da kannst du lang laufen. Danke ich mal. Das ist ein Esel. Und noch ein Esel. Da kann ich schön langlaufen hier. Und das sind die ganzen Wildtiere. Komisch. Haben die vorhin was Schisseres? Und das ist der Stall. Ja, das ist der Stall hier. Alle brave Tiere. Die rollt sich schön aus. Und dahin sind die anderen. Und da ist das Pferd, der Esel. Ah. Gut. Und da ist glaube ich eine Gans. Ah, die versteckt sich da hinten. Gut. Schlaft ihr schon, ne? Schön. Sehr gut.
feines Tier. Da vorne ist einer. Also eine Ente. Gans. Schön, ne? Kannst doch laufen lassen hier, oder? Achso. Oder kann doch da lang laufen. Wunderschön. Was sind das eigentlich vor dem, was so komische Geweih haben? Das sind die Männchen. Ohne Geweih sind die Weibchen. Das ist so komische Geweih, so schaut aus wie anders. Plüschmäßig. Das sind Männchen. Glaub mal das. Okay. Hallo? Gans ist das, eine Gans? Ist die Gans das Ende? Laufende. Ein Laufende, okay. Ja, jetzt ist es ein Laufende. Wenn du ein Laufende im Garten hast, die frisst die Schnecken. Na, vorne war irgendwo eine Gans gewesen, habe ich gehört. Ah. Ja, das ist normal. Das ist eigentlich ein Entenhaus. Ja, hab ich schon gesehen. Aber nicht Entenhausen. Entenhaus ist es. Mit so einem Übergang, dass sie rüberlaufen können. Schön. Vorwärts. Pausen die Gänse. Was ist das denn Gänse? Und da aus der Ring Alex bei mir. Und da ist noch eine Reste von der Markierung von der Oldtimer-Rallye hier am letzten Samstag von der Nürnberg-Klasse. Das ist ein Zeichen gewesen.
Ja. Das ist einfach Marienberg Klassik, das heißt, da bist du auch hier richtig im Wart und da vorne musst du wieder runterfahren. KTL Landkreis Kitzingen. Hallo. Hier. Ein Ende auf der Straße. Schild drauf. Egal. Hier war eine Markierung dann. Was habe ich halt gemacht? Schon über 7 Tage her. Hier. Hier. Die Markierung, dass hier der Parkplatz ist. Da habe ich mein Auto gestanden. Hier. Die Markierung. Das sind so Wohnmobile Parkplätze. Hier drauf. Und hier ist noch ein Gehege. Sogar mit Blick drauf. Hier ist sogar eine Sitzgemöglichkeit. Aber wo die Tiere sind, keine Ahnung. Sieht man nichts. Nur die Fotostation und keine Ahnung. Ach, das Gehege ist offen. Das ist wahrscheinlich die Tiere da drüben und dann rüber wahrscheinlich. Kommt die an. Hin und rüber. Oh, 4x4 ist offen, das heißt Allrad und Geländefahrzeug. Und hier stand der F40, Ferrari F40 Oldtimer, wo ich gefilmt habe. Nächste King Alex BMW. Also viel Grüße hier. Und die sehr schönen Wildtiere. Also hier diese eingezäunten Rehe. Und so weiter. Esel, Gänse. Und da hinten ist die taucht auch die Cousine der Barbara Schwarz mit Hund Charlie. Und wir fahren wieder zurück nach Würzburg. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Sonntag, schönen Feiertag. Wir haben ja Pfingsten, schöne Ferien, schöne Urlaub und so weiter. Und eine gute Stadtneuwoche. Euer Stammdörer. Und Barbara Schwarz mit Hund Charlie aus Hamburg. Ende da auch nochmal. Ciao. Ja. Viele Grüße aus Abswind. Bergen und sowas. Ihr wisst, wie ich meine. Ende der Aufnahme. Goodbye to you. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Hey, ja, hier ist das. Der Abenteurer. Ende. Was? Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung. Jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Hamburg ist ja. Halten wir für immer zusammen? Hamburg ist ja. Freunde sind wir für alle Fälle. Hamburg ist ja. Ist doch völlig klar. Ist doch völlig klar. Ist doch völlig klar. Die Antwort ist ja. Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy dem Hund sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Denken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch manchmal schief, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nach Plan, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben nicht. Lassen uns nicht unterbrechen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf. Fünf Freunde geben niemals auf.
Fünf Freunde, endlich erwachsen. Die fünf Freunde sind immer noch die besten Freunde. Mit Mitte 20 leben sie zusammen in einer WG und meistern die Abenteuer des tückischen Alltags. Tja, ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe. Ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind Freunde.